Salut Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Und es geht weiter mit der legendäre Super Saiyajin. Okay, this battle looks good. Taking a much needed break before their battle with the androids, the Z Fighters enjoyed spending time with family and friends. Suddenly, the legendary Super Saiyan Broly appears. He attacks the Z-Fighters with an overwhelming power that could destroy the planet with one attack. Okay. Dann werden wir ihm Einhalt gebieten. Oder werden wir den Z-Kämpfern Einhalt gebieten und sie vernichten? Kakarot, the slaughter will begin with you. All right, let's get this fight started. The legendary Super Saiyan! We're gonna die! We're all gonna die! He's the legendary Super Saiyan! Oh, wir sind Broly! Unglaublich! Der haut drauf, das kann ich auch jetzt schon sagen. Wenn wir gar nicht lang diskutieren. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so wurde er als der stärkste Gegner in ganz Dragon Ball angesehen. Aber jetzt gibt es natürlich auch Bills. Und er sollte, und ich glaube, er hat durch Daijensu seit dem V-Jump eine Kampfkraft von 1,4 Milliarden. Und ich kann es mir eigentlich schon noch relativ gut vorstellen. Und warum? Ganz einfach. Ich finde es jetzt wirklich viel zu übertrieben. Dass jetzt hier die ganzen Typen jetzt schon vielleicht so eine Cell-Saga 47 Milliarden drauf hätten, ja? Also ich denke, 1,4 Milliarden bei Broly, das ist schon richtig. Und vor allem, wenn man bedenkt, seine Kraft, ja, er kriegt schon mehr Kräfte, allein wenn er überhaupt überlebt. Muss man noch hinzufügen. Do your worst. I've never felt this before. This power is terrifying. Auf jeden Fall, also Omega Shenron soll seit laut dem V-Jump eine Kampfkraft von 1,9 Milliarden haben. Und Super Gogeta SSJ 4 2,5 Milliarden oder sowas. Also ja, okay. Das ist vielleicht jetzt ein wenig... wenig im Vergleich, aber naja, also ich habe es mal da gestellt. Baby Vegeta Stufe 1 hätte 1,3 Milliarden, die zweite Form hätte 1,4 Milliarden, die dritte, also die Form vor dem Werfen, hätte 1,5 Milliarden, also wird die immer wieder um 100 Milliarden gesteigert. Ich meine 100 Millionen gesteigert. Ja, und ich denke, ja, also er absorbiert ja die Kraft, wenn man so will. Also es ist schon gut vorstellbar, dass es dann immer alle 100 Millionen sind. Also, ja, also ich vertraue halt jetzt dem V-Jump in so einer Sache. Das will ich jetzt mal so loswerden. Den vertraue ich jetzt einfach mal. Ich finde, der V-Jump ist eine bekannte Quelle für Dragon Ball, ja? Genau mit Daijensu. Aber ich finde, es ist immer, auch wenn es vielleicht ein wenig komisch klingt, was da immer reingeschrieben wird, es gibt auch viele Begründungen dazu. Wieso und warum, ja? Und ich finde, es ist immer noch seriöser als die 1,28 Milliarden, ja, als die 1, was weiß ich, wie vielen Typen, die jetzt da einfach ihre Power-Level da reinschreiben. Da gibt es auch wieder so viel Power-Level-Listen von irgendwelchen Typen. Also, ich finde, der V-Jump ist da schon ein bisschen seriöser. Wenn zum Beispiel jetzt die eine Liste schreibt, Perfect Cells Kampfkraft, 600 Millionen, und schreibt die andere wieder, 47 Milliarden, dann kommt da wieder eine, nein, der hat 128 Millionen und so ein Zeug. Ja, da weiß man eigentlich nie wirklich, ja, ist es jetzt wirklich richtig, ist es nicht richtig. Also ich vertraue auf der V-Jump einfach, weil es so bekannt ist. Also,
Ja, schon allein deswegen. Und ich bleib eigentlich auch dabei. Und ja, ich denke auch, dass Broly stärker ist wie Super Perfect Cell. Denn ihr wollt mir nicht denn wenn es nach dem V-Jump ginge, könnt ihr mir aber nicht jetzt erzählen, dass jetzt hier vor, dass jetzt 10 Tage später jetzt alle hier eine Kampfwahl von über 1,4 Milliarden bekommen. Denn dies hier spielt 10 Tage praktisch vor den Cell Games. Nur mal so, am Rande erwähnt. Ja. Well, I suppose in the end, trash will be trash. Welch tolle Philosophie, Broly. I cannot allow you to live. We'll settle this here. Ach ja, noch was. Ich finde auch, dass Broly stärker ist wie Kid Buu. Grund: Broly muss sich nicht andauernd wegen jedem Scheiß regenerieren. Und ihr müsst bedenken, ich glaube, das hier spielt so 7 Jahre vor der Buu-Saga. Und wenn es wirklich stimmt, dass seine Kraft schon wächst, schon allein dadurch, dass er überhaupt am Leben ist, und der Beweis, dass er eigentlich sogar nach dem zweiten Film am Leben bleibt, ist, dass er beim Film Fused oder halt bei den Höllenversionen nie dabei war. Das heißt, er muss noch am Leben gewesen sein. Und dann kam in den Himmel. Nee. Ja, also, wenn es also stimmt, dass jetzt wirklich seine Kraft immer weiter wächst, nur durch am Leben bleiben, dann muss er ja anstatt 1,4 Milliarden in 7 Jahren vielleicht schon 2 Milliarden haben. Und mal so im Daichensshu oder so, ja, keine Ahnung, V-Jump, da steht, dass Kid Buu eine Kampfkraft von 1,19 Milliarden hat. Ja, also ein bisschen schwächer wie Broly. Naja, okay, ihr wollt jetzt natürlich sagen, Kid Buu konnte nur noch ein SSJ 3 und ein SSJ 2 besiegt werden. Okay, aber ich weiß es nicht. Aber Broly muss ja jetzt eine andere Kampfkraft haben. Na, was wäre das da? Broly kämpft ja gegen 2 normale Super Saiyajin, Trunks und Goten, und gegen wahrscheinlich 2 Zweifache. Das wären dann Goku und Son Gohan, ja? Also im zweiten Film. Und daher denke ich schon, dass jetzt die 2 SSJ und die 2 SSJ 2 eine größere Gesamtkraft haben, also als zusammengerechnet, als ein SSJ 3 und ein SSJ 2. Also ich denke einfach, Broly ist wirklich schon allein deswegen stärker, weil er einfach auch zu den Typen gehört, die sich nicht regenerieren können. Das heißt, der ist voll so aus dem Überleben gedrillt und er weiß, wenn mein Arm abfliegt, dann ist er weg. Kid Buu jedoch, wenn mein halber Körper weg ist, lasse ich ihn einfach wieder nachwachsen. Also, das ist jetzt auch schon wieder, ja. Also, ich definiere halt einen Kämpfer dadurch, dass er sich eben nicht zu regenerieren braucht. Also, für mich ist eigentlich Kid Buu auch kein Kämpfer, er ist eher ein Trickser. Weil er sich eben andauernd regeneriert und das sind eben seine Tricks. Broly jedoch ist wirklich ein Kämpfer, denn der weiß, wenn mir ein Körperteil fehlt, dann fehlt es für immer. Ich muss alles tun, damit das nicht geschieht. Und so muss ein Krieger auch denken. Also, ja, das ist wieder ein Unterschied. Kid Buu ist kein Krieger. Broly schon. Also, das ist auch deswegen eigentlich gar nicht untereinander definierbar. Oder sowas. Oder halt, ja, vergleichbar. Für mich ist einfach deswegen Broly besser, denn der ist wirklich das, was ein Krieger eigentlich sein sollte. Okay. The Z-Fighters are driven into a corner by Broly's fierce attack. Gohan, Piccolo, Trunks and even Vegeta entrust their power to Goku. Goku fights with Broly in a massive battle using the power gathered from those around him. Okay. Dann machen wir das.
Also jetzt mal nur meine Meinung dazu. Euch würde mich jetzt auch interessieren, aber ihr müsst wissen, wegen der Seriosität her bleibe ich beim V-Jump. So, the trash is still alive. We can't let him keep going like this. I'm not going to lose! Come on then. This place will be your grave. Goku, darn it. I have to give him my power. Okay. Give me your power. I need it to beat him. Natürlich treffe ich nicht. Oh, ich hab Problem, ich hab Problem. Ah, Mann, ich konnte bisher noch gar keinen Schaden machen. Ich mach null Damage! Wollt ihr es mir jetzt wirklich erzählen? Alter, ihr könnt mir jetzt alle mal. Ah, okay, solche Kämpfe hast du aber auch wieder. Seht ihr jetzt hier mal so als Beispiel? Ich mache im Kampf hier gerade gegen den Typen da, also Broly, null Damage, ja? Gegen Kid Buu macht er immerhin noch so 50 pro Schlag. Also jetzt hier nur mal so als Beispiel. Mein Gott, verpiss dich mal, Goku. Oh Mann, ey. Wie ist das überhaupt eine Stadt? Achso, stimmt ja. Stimmt ja, der neue Vegeta ist ja auch, hat ja auch eine Stadt. Alter, was ist mit meiner Steuerung los? Gott, Hilfe, ich kann doch nicht mehr richtig koordinieren. Nein, C-Stick runter. Gott im Himmel. Ja, ich habe gerade mein Gamepad zusammengeschlagen. Probleme? Give me your power! I am the same prince! The prince! Why should I help you? Why should I help you? Everyone, oh, give me your power! It's our only chance to stop him! Ach, mach Schaden. Trotzdem ist es auch nichts mehr. Oh! Ich mach wieder Schaden. Weil so am Rande erwähnt. Schneller weg, Mann! Mach deinen Drachensprint! Oh, Scheiße! Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Weg! Und das! Natürlich ganz knapp! Oh nein, nicht verfolgen! Hör auf, wir zu verfolgen, du Saftsack. Aber ganz egal, das ist Goku eh schon bleibt der Stärkste. Oder Gogeta. Ja, Broly ist schwächer wie Gogeta. Das gebe ich offen und gerne zu. Und ich gebe. Und ja, und ich gebe es zu, weil Gogeta einfach ein Held ist. Ja? Gogeta ist ein Held. Broly ist ja ein Schurke. Mein Gott, ich bin ja so am Abmüsen gerade. Ich hab ja jetzt echt voll. Alter, Mann, jetzt flüchte doch mal! Meine Fresse, so. Nimm das. Und stirb dran. Das. Okay, letztendlich verrecken. Das. Und geschafft! Gerade noch so. Okay, also wie ich sage, Broly ist stärker wie Kid Buu und möglicherweise vielleicht irgendwann mal stärker wie Omega Shenron. Aber SSJ4 Gogeta immer noch stärker wie Broly. So gebe ich das zu. Ich stelle Broly ist auch nicht an erster Stelle. Naja, danke fürs Zugucken. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr denn darüber denkt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.